Lincoln! Tom Lincoln, es kommt! Junge oder Mädchen? Es ist noch nicht so weit, kann's noch nicht sagen. Wie hält Nancy durch? Sie betet noch. Ist es ein Junge? Mhm. Was für ein Segen. Wie geht's? Aus dem wird nie was werden. John. Sieht ganz aus wie der Vater. Wie willst du ihn denn nennen, Nancy? Abraham. Da steht er. Der gebildetste und bescheidenste Kaufmann in ganz New Salem. Und Umgebung. Hier geht es nicht um mich, sondern vielmehr um die Leute vor mir, die ihre Rechnung bezahlen müssen. Manche zahlen hier mit Schuhsohlen. Immerhin irgendetwas. Nun hör dir mal an, wie der hier rumtönt. Hauptsache, deine Stiefel sind geschnürt, denn du wirst nicht ewig hier sein. Ich hatte eigentlich vor, hier eine Weile zu bleiben. Das ist hier keine friedliche Stadt. Nun, ich bin ein friedlicher Mann. Warte, bis die Jack Armstrong kriegt. Der wirft dich dort aus der Tür, als wärst du ein Sack Kartoffeln. Großer Kerl? Nicht größer als du, aber er ist diesem Land sehr verbunden. Und er hat sich noch nie verspätet. Mann, wenn er dich hier sieht. Lümmel dich hier nicht so herum ohne seine Erlaubnis. Wer schmeißt mich aus der Tür hier raus, sagst du? Wie ein Sack Kartoffeln. Tja, das ist ein ziemlich weiter Wurf für einen friedlichen Mann. Bobby! Ach, Armstrong! Kannst du uns nicht zufrieden lassen? Du hast doch eben erst Simpsons Hof verwüstet und sein ganzes Zeug in der Gemeinde verstreut. Mach doch mal eine Pause! Bobby! Der kleine, feige Pavian aus Indiana! Ich komme auch aus Indiana, aber aus einer anderen Ecke. Dann komm mit raus! Es sind deine Knochen, die ich als erstes brechen werde! Legt euch wieder ab, Jungs! Hört auf damit! Jungs! Hey, ja, jetzt geht was los hier! Zeig ihm mal, wo es lang geht! Na los, ja, auf ihn! Ja, sehr gut! Ja, ja, gib ihn! Los, ja, da geh mal ordentlich drauf! Ja, los! Ich setz mein ganzes Geld auf ihn! Genau! Kannst du machen, was du willst! Das war gut! Auf ihn mit Gebrüll! Und jetzt, na, los! Mach ihn fertig! Ja. Los! Ja! Das war unfair! Ja! Yeah. Oh, oh je! Jetzt, pass auf! Ja! Ich bin hier neu hergekommen. Ich bin der Neue, den ihr schlagen müsst. Los! Wartet mal, Männer! Der entkommt uns nicht. Wie ist dein Name? Lincoln. Abraham Lincoln. Nun, dann gehörst du ab jetzt zu uns. Kommt, Jungs! Ich gebe einen aus! Hey, gute Idee! Super! Ja, spitze! Na los! Und er sagt, er ist ein friedlicher Mann. Er ist so friedlich wie ein Berglöwe. Riecht wie Maisschnaps. Das ist Maisschnaps. Komm schon, Abe, wo ist dein Glas? Nein, ich mache mir nichts draus. Ach, komm schon, Abe, trink was mit uns. Gut, ich trinke ein, wenn ihr so trinkt wie ich. Wie denn? Hebt das Fass hoch und trink aus dem Zapfhahn. Das schafft kein normaler Mann. Ich zeige euch das mal, Jungs. Donnerwetter. Eine interessante Weise. Der Mann ist eine Naturgewalt. Der wird's noch weit bringen, ihr werdet sehen. Hast du gesehen, wie der das Fass hochgehoben hat? Trinkst du nicht? Nein. Abstinenzler? Nein. Moralapostel?
Nein, ich schreibe keinem vor, ob er trinkt. Nur Mo. Das sollte ich nicht mal fragen. In diesem Sinne beinhaltet der Begriff Gesetz alle Erlasse und Verfügungen, Statuten, Resolutionen und Regeln etc. Etc.? Nun, mein alter Herr brachte mir bei zu arbeiten, aber nicht es jemals zu mögen. Dann werde ich wohl besser mit der Lektion fortfahren. Ich würde lieber mit etwas anderem fortfahren. Das war ein schlechter Handel mit mir als Professor. Dies hat er mir auch vorher gesagt. Er sagte, machst du einen schlechten Handel? Halte umso mehr daran fest. Aber er meinte bestimmt nicht diese Art Handel. Nun, magst du es nicht, wenn ich dich festhalte, Anne? Nun, ich glaube, alle Mädchen mögen es irgendwie gern. So, Ed. Was bedeutet Gesetz? Nun, Professor, das Gesetz ist ein Regelwerk des menschlichen Verhaltens. Oh! Hey, zahl dir keine 40 Cent pro Tag, um hübsche Mädchen zu bezirzen. Ach, Onkel Jimmy, zieh mir nichts dafür ab. Drück mal ein Auge zu. Ich erwarte einen halben Schienenstrang von dir. Er ist der beste Schienenleger im Land. Er ist mehr als ein Schienenleger. Wie alt bist du, Onkel Jimmy? Fast 40. Ich mach 40 Schienen mehr für dich, als du erwartet hast. Haha! Vielleicht solltest du eher 70 schaffen. So, Abe. Dein Professor braucht jetzt einen Platz, wo es mehr Gesetz als Verlockung gibt. Oh, hey! Alles in Ordnung, Anne? Oh, ich glaube schon. Bist du verletzt? Meine Beine sind noch dran. Hat mich mehr erschreckt als dich. Hat es das? Weißt du, Anne, wäre dir etwas passiert, ich könnte nicht weiterleben. Seltsam, Anne. Ich fühle das Gleiche bei dir. Du hast mich die Liebe gelehrt. Habe ich dich gelehrt, sie zu mögen? Es ist wunderbar hier draußen. Ja, Abe. Kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen, Anne? Aber natürlich, Abe. Nun, es gibt einen Ort in Illinois, der heißt New Salem. Genau so. Und in dieser Stadt wohnte das schönste Mädchen der Welt. Wie war ihr Name? Anne Rutledge. Oh, Abe. Was ich wirklich gerne über dieses Mädchen wissen würde, ist, ob sie sich jemals darüber Gedanken gemacht hat, zu heiraten? Nun, vielleicht. Da gibt es diesen Abe Lincoln, der ein ziemlich guter Fang ist. Wie ist er denn so? Ach, er ist ein ziemlich guter Kaufmann, besitzt 3 Läden, alle davon bankrott. Nun, sieht er gut aus? Nun ja, sein Vater sagte, Abe musste mit der Axt geformt werden. Auch ein Politiker, wie ich hörte. Ja, er hat weniger Besitz und mehr Schulden als alle anderen, die sich jemals zur Parlamentswahl gestellt haben.
Oh, Abe, du wirst erfolgreich sein, sobald du damit beginnst. Nun, beginnen würde ich jetzt gerne mit etwas, wenn ich nur wüsste, wie ich es zu Ende bringe. Weißt du, Anne, ich hatte immer große Träume. Und in letzter Zeit, wenn ich träume, erscheint jedes Mal dein Gesicht. Ist das wirklich so, Abe? Erzähl mir von diesen Träumen. Nun, ich habe das Gefühl, ich werde dein Gesicht sehen, bis ich sterbe. Das wird vermutlich ziemlich schwer sein für dich, so lange in mein Gesicht zu schauen. Jeder hat seine Sicht der Dinge. Soll heißen? Weißt du, ich denke, es ist das liebste, freundlichste und schönste Gesicht auf der ganzen Welt. Oh, das ist äußerst schmeichelhaft, aber es gefällt mir. Weißt du, ich fühle mich wie der kleine Jimmy Watkins. Er hatte neulich ein Stück Lebkuchen und meinte, niemand mag Lebkuchen so sehr wie ich und kriegt so selten was davon. Oh, Abe. Anne, willst du mich heiraten? Ich meine, erst dann, wenn ich meine Schulden los bin und dich versorgen kann. Nun, du weißt, Abe, ich hab seit langer Zeit darauf gehofft. Damit meine ich, wenn du mich fragst, dann... Du meinst... Ja, Abe. Ich will. Oh, ja. Es steht schlecht. Sie hat nach dir gefragt. Ich kam so schnell ich konnte. Ich hatte selbst schlimmes Fieber. Ich muss dir die Wahrheit sagen, Abe. Es ist hoffnungslos. Vielleicht bis zum Morgen. Nicht länger. Ich bin so froh, dich zu sehen, mein Schatz. Bist du jetzt gesund? Mach dir um mich keine Sorgen, Schatz. Mir geht es jetzt gut. Ich kenne die Wahrheit über meinen Zustand. Das ist ein Lebewohl. Nein, Anne. Du wirst nicht vor mir gehen. Ich lasse es nicht zu. Wir müssen tapfer sein. Bitte, bitte. Bitte holt mich nicht fort. Nicht von hier fortholen. Es ist so dunkel, einsam. Oh nein. Anne, du darfst jetzt nicht loslassen. Würden sie noch singen, werde ich nicht solche Angst. Wir werden uns dort wiedersehen. Oh, ich liebe dich so. Ich liebe dich so. Oh.
Fühlt er sich schon besser, Tom? Nein, nicht sehr. Also ich denke, er ist wie ein krankes Kind. Er war 5 Tage vermisst, bevor wir ihn fanden. Ja, ich weiß. Wir haben ihm sein Taschenmesser weggenommen. Wir hatten solche Angst, dass etwas passiert. Meine Güte, schau dich an, Abe. Du siehst schon viel besser aus. Keinen Zweck, mit ihm zu reden. Er kann einfach nicht antworten. Wenn uns nur etwas einfallen würde, was ihn uns zurückbringt. Vielleicht wird die Zeit ihn heilen. Warum? Oh, warum sollte der Geist der Sterblichen stolz sein? Wie ein flüchtiger Meteor eine schnell ziehende Wolke. Ein zuckender Blitz, ein Brechen der Wellen. Er geht aus dem Leben für den Rest jetzt ins Grab. Meine Güte, Mary Todd, denke nur, er wird in wenigen Minuten hier sein. Der begehrteste in Amerika, Stephen A. Douglas. Stell dir nur vor, du wärst seine Frau. Nicht so schnell, liebe Schwester. Ich bin noch nicht einmal verlobt, geschweige denn verheiratet. Aber sollte er einen Antrag machen? Woher soll ich wissen, ob er es weiterbringt als alle anderen in Springfield? Wenn ich einen Ehemann aussuche, wähle ich einen Mann. Also ich weiß nicht, wovon du sprichst. Viele Leute scheinen zu denken, ein Mann namens Abraham Lincoln wird es sogar weiterbringen als Mr. Douglas. Mary Todd, bist du verrückt geworden? Du vergleichst einen unbekannten Wald- und Wiesenanwalt mit einem brillanten Gentleman wie Stephen A. Douglas? Wenn du die beiden zusammen sehen würdest, dann würdest du wissen, dass... Er ist hier. Mr. Douglas ist unten im Salon und fragt nach Mary. Nun, Mary, du musst jetzt sehr vorsichtig sein. Und vergiss nicht, er mag dich. Richtig, nicht auch, Schwester. Und hört auf, mich zu drängen. Ich passe selbst auf mich auf. Es ist eine wahre Wonne, mit Ihnen zu tanzen, Miss Todd. Gesprochen wie ein Politiker, Mr. Douglas. Ich wäre kein Politiker, hätte ich nur solch hübsche Wähler wie Sie. Sehr exquisit. Der Fächer, Mr. Douglas? Nein, die hübsche Besitzerin selbst. Mr. Douglas? Ich frage mich, ob Sie mir einen großen Gefallen täten. Nun ja. Ich bitte Sie, mich dieser jungen Dame vorzustellen. Miss Todd? Ja? Darf ich Ihnen hier vorstellen, das ist einer der führenden Anwälte von Springfield, Mr. Abraham Lincoln. Mr. Lincoln. Hm.
Miss Todd, ich frage mich, ob Sie mir die Ehre des nächsten Tanzes geben. Aber... Ich bin entzückt. Miss Todd, Sie dachten, mein Gesicht wäre komisch und meine Kleidung noch lustiger, aber wirklich Spaß werden Sie nicht haben? Wieso? Ich verstehe nicht. Warten Sie, bis wir tanzen. Haben Sie die Lizenz besorgt, Mr. Lincoln? Sie hat sie gekriegt. Ich wusste es gleich das erste Mal, als sie hinter Ihnen her war. Billy, geh mir nicht auf die Nerven. Ich werde gleich heiraten und habe Todesangst. Oh, haben Sie keine Bange. Es gibt Dinge, die sind schlimmer als eine Braut. Billy, diese Frau macht mir Angst. Sie hat sogar die lächerliche Idee, dass ich Präsident werden könnte. Och, nehmen Sie das nicht zu ernst. Jedes beherzte Mädchen denkt, ihr Ehemann sollte Präsident werden. Ja, ich weiß, Billy, aber es ist schade, Sie zu enttäuschen. Und sie ist eine feine Frau. Schlau wie nur was und auch noch hübsch. Sie wird Ihnen eine große Stütze sein, aber Sie müssen mit ihr gemeinsam aufsteigen. Ja, ich weiß. Ich habe das beste Parfait, das du je probiert hast. Und der Kuchen? Warte, bis du den Kuchen gesehen hast. Worauf ich warte, ist Mr. Lincoln. Er müsste so schon längst... zur eigenen Hochzeit. Jetzt mach dir keine Sorgen. Wenn er nicht bald kommt, schicke ich John, um ihn zu holen. Er ist jetzt schon um Stunden zu spät. Denk Mary. Mal daran. Aber Schwestern, beruhigt euch doch. Um Himmels Willen, Sie müssen sich beeilen. Hey, Billy, du gehst für mich darüber und ich komme später nach. Ich wette, es gibt in keinem Wörterbuch ein Wort, das beschreibt, wie ich mich fühle. Sag mir, Billy, was macht ein Mann, der weiß, was er tun muss, aber dessen Beine zu feige sind? Ich betrüge mich in solchen Fällen. Meine Beine haben gerade viel zu viel Angst vor Schnaps. Ich gehe schon mal rüber und sag, dass sie gleich kommen. Überall gesucht. Aber wir können ihn nicht finden. Wir können ihn nicht finden. Nicht in seinem Büro. Irgendetwas muss ihm passiert sein. Nun ja, er war in einer fürchterlichen Verfassung, als er sein Büro verließ. Er war sehr ängstlich und aufgebracht. Ich vermute, er ist einfach davongelaufen. Davongelaufen? Vor mir? An unseren Hochzeitstag? Meine liebe Schwester. Von wegen, liebe Schwester? Kannst du dir vorstellen, sich als eine Todd mit einem Pavian zu verloben? Mary, meine Liebe. Sie dürfen alle nach Hause gehen. Hören Sie mich? Sie können alle nach Hause gehen. Hier wird es keine Hochzeit mehr geben. Geht heim, sagen, worauf wartet ihr? Das ist äußerst erschütternd. Sie sind eine tolle Vermittlerin. Diese beiden zu vereinen und das nach 2 Jahren. Wir alle mögen Mr. Lincoln und Mary ist genau die Frau, um ihn voranzutreiben. Oh, Mary, wie süß Sie aussehen. Was für ein reizendes Kleid. Ja, und es steht ihr so gut. Oh, das ist bestimmt Mr. Lincoln. Es erscheint so seltsam, es damals so enden zu sehen. Schluss mit dem Unsinn. Sie und der Anwalt werden ein wundervolles Paar. Guten Morgen, Mr. Lincoln. Guten Morgen. Komm, meine Liebe, wir werden das glückliche Paar alleine lassen. Guten Morgen, Mary. Mary... Du musst dir um mich keine Sorgen mehr machen. Ich weiß nun endlich, was ich will. Ich hoffe, dir in Zukunft alles zu geben, was du dir wünschst. Wir müssen darüber nicht mehr reden, Mr. Lincoln. Nach allem glaube ich wirklich, sie brauchen mich. Du brauchst viel Geduld, um mich zu ertragen, Mary. Aber wenn es eine kann, dann bist sicherlich du es. Amen.
Sie glauben, er ist ein würdiger Sprecher? Warten Sie nur, bis Old Abe ihn sich vornimmt. Sie sind total verrückt. Abe Lincoln hätte nicht mehr Chancen, Douglas zu schlagen als ich. Warten Sie's nur ab. Die Sklaverei darf niemals zu unserem Thema werden. Wir müssen uns den Fakten stellen. Ich werfe Mr. Lincoln aus dem Wahlkampf. Ich werde keinen Schlamm werfen. Lassen wir jeden Staat selbst bestimmen und diese Republik wird ewig geteilt sein in freie, ja freie und in Sklavenstaaten. Wir werden die Ausbreitung der Sklaverei auf weitere Staaten nicht zulassen. Wir werden keine Sezession der Staaten erlauben. Und über allem und vor allem, die Union muss erhalten bleiben. Die bereits bestehende Teilung muss fallen. Mary? Ich bin zu Hause, Mary. Du musst müde sein, Mr. Lincoln. Setz dich hin. Du setz dich einfach hier hin. Ich bringe dir in einer Minute dein Abendessen. Billy, ich komme mir vor wie der kleine Junge, der sich den Zeh gestoßen hat. Es tat zu weh, um zu lachen, und er war schon zu groß, um zu weinen. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, Billy. Versage in allem. Und würde ich heute sterben, keiner wüsste, ich habe je gelebt. Kommen Sie rein. Mr. Lincoln, ich möchte, dass Sie Mr. Fell kennenlernen. Einen der wichtigsten Männer der Ostpolitik. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. Fell. Es ist mir eine große Ehre, Mr. Lincoln. Das ist mein Partner, Mr. Herndon. Wie geht es Ihnen, Mr. Herndon? Es freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Vielen Dank. Mr. Lincoln, Ihr Wahlkampf gegen Douglas macht Sie zu einer nationalen Figur. Würden Sie es in Betracht ziehen, im Namen der Republikanischen Partei für das Amt des Präsidenten zu kandidieren? Sagtest du vorhin, Versagen in allem? Ein Telegramm für Sie, Mr. Fell. Ich danke Ihnen. Mr. Lincoln, Sie wissen, seit John Browns Befreiungsphase ist der Süden hoch verärgert, der Osten an der Schwelle zur Revolte, und jetzt droht New York, die Union zu verlassen. Nein, nein, New York darf das nicht tun. Die müssen die Eingangstür in den Angeln lassen, das geht nicht anders.
Die Union muss erhalten bleiben. Die Krise ist bereits da, Mr. Lincoln, und wir glauben, Sie sind der richtige Mann. Meine Herren, ich bin zutiefst dankbar. Pa, Mom sagt, wenn du nicht bald nach Hause kommst, kriegst du kein Abendessen. Wie Sie sehen, Mr. Fell, gibt es eine weitere Krise. Die Suppen unseres Landes kochen über. Mama kocht auch über. Ich muss gründlich überlegen. Nun, Mr. Lincoln, vielleicht sehen wir uns später im Hotel. Ich werde binnen einer Stunde dort sein. Ich danke Ihnen, Sir. Komm jetzt, Pa. Wir sind spät dran. Die haben damit angefangen. Das bedeutet Krieg. Hier, hör dir das an. John Brown und seine Bande von Abolitionisten haben die Armee gefangen genommen bei Harper's Ferry. Er führt die Sklaven zum Aufstand und wird uns alle ermorden. Ja, Boss. Er gibt uns allen Gewehre. Und was machst du dann damit? Was ich tue? Ich schmeiß es weg und sag zu mir, Füße, ihr lauft. Und einmarschieren in Virginia? Ja, sowas. Jungs, geht heim und holt eure Gewehre. Wer redet hier von Gewehren? Die Sache ist weit genug gegangen. Wir wurden im Schlaf ermordet. Von unseren eigenen Sklaven. Entschuldigung, die Damen. Werde versuchen zu erfahren, worum es hier geht. John Brown, hä? Dieser Abolitionist ist ungeheuerlich. Ungeheuerlich trifft es nicht. Ich erschieße sofort jeden Abolitionisten, der es wagt, den Boden von Virginia zu beschmutzen. Wer ist er? Das ist der Schauspieler John Wilkes Booth. Spielt schlecht, aber die Frauen merken das nicht. Also, Männer, holt eure Waffen und wir treffen unser Markt. Auf geht's! Oh, Mary. Kann nicht viel über Ihr Gemüt sagen. Leise, Sie könnten nicht hören. Hört Sie euch bloß an. Einige von euch können nicht einmal Kisten tragen. Hey, Sie. Nein, der dümmlich Aussehende. Pack das dorthin und das dahin. Ihr Idioten, mein Gott. Du siehst mich an wie eine Kuh, gerade wie vom Blitz getroffen. Beeilung. Stell das da hinein. Oh, selten so viel Unvermögen erlebt. Und du mit der Hutschachtel. Ich hab gesagt, das gehört da rein. Oh, oh, das kann ja ewig dauern. Dank dem Himmel, das war der Rest. Schwachköpfe. Immerhin sind wir hier. Das hast du mir zu verdanken. Wäre ich nicht, würdest du immer noch in Oregon Bäume fällen. Und du hast wie immer recht, Mary. Nun, eins steht fest, Abraham Lincoln. Die Raumpfleger hier sind auch nicht besser als in Springfield. Die Truhe hat man seit einem Jahr nicht geputzt. Also, Mr. President. Wir sind uns einig. Die Situation unseres Landes ist höchst bedenklich. Alarmierend. Das stimmt. Wir haben beschlossen, dass wir dem Süden nachgeben und Fort Sumter evakuieren. Absolut. Es ist die einzige Lösung. Dieses muss getan werden. Wir waren uns einig, dass unser Präsident fest durch uns geleitet wird. Wir unternehmen jede Anstrengung, um seine allseits bekannte Unerfahrenheit zu kontrollieren, Gentlemen. Gewiss werden wir das. Ja. Gentlemen. Danke, hey. Wir möchten den eindringlichen Rat geben, jeglichen Versuch der Befreiung von Fort Sumter zu unterlassen. Wir befürchten, dass eine solche Aktion ein Desaster in vielfältiger Art nach sich ziehen würde.
Es würde das Land in einen furchtbaren Bürgerkrieg stürzen. Ich danke, Gentlemen. Ich werde all unsere Verantwortung schultern. Die Ablösung marschiert nach Fort Sumters. Das bedeutet Krieg. Mr. Seward, ich bin ein Mann des Friedens. Aber die Union wird erhalten. Könnte schwierig werden, so viele Freiwillige zu bekommen. Mr. President, das Volk erwartet einen Sieg und wir erlitten eine Schlappe. Das Land ist entmutigt. Wir müssen etwas tun, Mr. President. Nun, das erinnert mich an eine Geschichte über einen Mann, der ein Boot baut, um einen Fluss zu überqueren. Wurde ungeduldig beim Bau und entschied sich zu schwimmen. Nun, Sir, was passierte? Er ertrank. Und Gentlemen, wir müssen Acht geben, dieses Land nicht zu ertränken. Bei dir? Wie es war? Mann, er hat mich fast geküsst. Die Pferde waren am Ende. Die Hufe haben den Straßenteer aufgerissen. So schnell war ich. Wer ist der Nächste? Ich bin dran. Ich hoffe, es ist eine Depesche für den Präsidenten. Ich würde gern sein Gesicht sehen, wenn er die guten Nachrichten kriegt. Frank! Hackfeuer! Kanonenschlag! Hackfeuer!
Nun, General Scott, gibt es Nachrichten? Wir gewinnen, Sir. Oh, ich wünschte... Eintreten! Rebellenwiderstand gebrochen bei Blue Run. Unsere Armee treibt alles vor sich her. Mr. President, wenn wir Richmond einnehmen, bedeutet das das Ende des Krieges. Oh, Gott sei Dank. Und Ihnen, Sir, dieser Sieg wird Ihre Feinde für alle Zeiten abschrecken. Und Sie werden der größte Präsident unserer Geschichte. Es ist egal, was man über mich denkt, General. Wir werden die Union gerettet haben. Ja. General, dürfte ich bitte dieses Telegramm haben? Ich würde es gerne selbst Mrs. Lincoln zeigen. Aber natürlich, gerne, Mr. President. Und würden Sie mich bitte nicht Mr. President nennen? Einfach nur Lincoln. In Ordnung, Lincoln. Stopp! Alle Depeschen für General Scott halten! Stillgestanden! Kommandeur im Raum! Rühren! Fertig? Alles an den Präsidenten aushändigen! Welche Nachrichten? Geben Sie her! Stillgestanden! Rührt euch! Na, General, neue Nachrichten? Haben wir uns zu früh gefreut? Also selbstbewusst. Und ich hätte es wissen sollen. Unmöglich, die Linie zu halten. Die Truppe ist ein verwirrter Haufen. Schrecklich hohe Verluste. Sie müssen alles zusammenziehen, um Washington zu retten. Ziehen die Truppen zusammen. Die Reserve tritt an, Sir. Wie viele Reguläre können wir mustern? Circa 5000. Freiwillige? Wohl kaum, Sir. Können wir Washington halten? Wir geben unser Bestes, Sir. Mr. Hay, stimmt es, dass wir uns aus Washington zurückziehen? Die Lage ist ernst, Madam. Um Himmels Willen, was für eine Armee haben wir da bloß? Die Männer geben ihr Bestes, Miss Lincoln. Sie hätten auch mal an uns denken können. Es wird ewig dauern, die Koffer wiederzubekommen. Es tut mir leid, Madam. Uns allen. Also, Mr. Lincoln, ich höre, wir gehen. Nur einen Moment noch, bitte. Nach den ganzen Problemen, die wir hatten, muss ich sagen, war das ein kurzer Aufenthalt? Mary, ich habe hier meinen Hut aufgehängt und bleibe, bis Sie mir runterschlagen. Von nun an, Mary, führe ich diesen Krieg. Und halt! Hauptquartier, vortreten! Stehe gestanden! Wache, vortreten! Marsch!
Verteidigung des Angeklagten. Haben Sie noch etwas zur Verteidigung des Gefangenen vorzubringen? Nein, Sir. Das Gericht befindet Sie für schuldig und verurteilt Sie zum Tode. Ein Moment. Der Präsident, Gentlemen. Verzeihen Sie diese Unterbrechung, Gentlemen. Ich habe mitgehört, dass einer unserer Soldaten zum Tode verurteilt wurde. Ja, Herr Präsident, ein sehr gutes Beispiel für Feigheit und Fahnenflucht. Nun, junger Mann, erzählen Sie mir davon. Ich befinde die Entscheidung des Gerichts für gerechtfertigt, Sir. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Nun, Sir, es war unsere erste große Schlacht. Wir versuchten, eine Steinmauer einzunehmen. Es schien, als würden wir Jahre brauchen. Und weiter? Dann endlich gelang es uns. Ich kämpfte. Rücksichtslos. Wir waren alle wahnsinnig. Oben auf der Mauer. Ja? War mein Freund aus Kindertagen. Er starrte vom Boden aus zu mir hoch. Nein, nein, Sir. Nicht lebendig. Wir töteten ihn schon vor langer Zeit. Aber ich kannte ihn. Und dann? Ich glaube, ich wurde wirklich wahnsinnig, Sir. Das ist alles. Der Captain berichtet, dass Sie Ihr Gewehr fortwarfen. Ja, Sir. Das muss wohl stimmen, Sir. Suchen Sie Ausreden, Corten? Oh nein, Sir. Nur bringen Sie es zu Ende, schnell. Hängen. Töten. Blut. Ich bin müde. Wenn meine Generäle recht haben, müssen sie die Disziplin aufrechterhalten. Das ist alles. Einen Moment noch. Holen Sie den jungen Mann wieder her. Das ist es. Es ist ein Beinfall. Ich verstehe Sie nicht, Sir. Ein Beinfall? Ja, ja, meine Regale sind voll davon. Aber nicht ganz wie dieser hier. Wenn der Allmächtige einem Mann ein feiges Paar Beine gibt und der Mann Angst bekommt, kann er seine Beine nicht vom Weglaufen abhalten, nicht wahr? Junger Mann, ich werde Sie begnadigen. Gehen Sie zurück und erfüllen Sie Ihre Pflicht. Oh, das werde ich. Sir, das werde ich. Ich vertraue Ihnen. Nun, Senator? Mr. President, mein Staat New York schreit nach einem Ende dieses Horrors. Meiner ebenfalls, Sir. Sie halten hier heute Gottesdienste ab, Sir, für die, die sich geopfert haben, für die Gerechtigkeit. Von Osten bis in den Westen, Sir. So kann es nicht weitergehen, Sir. Neuengland, der Westen, das ganze Land trauert ob der sinnlosen Verschwendung von Leben. Lassen Sie die Südstaaten ihren Weg gehen, Herr Präsident. Und wir gehen den unseren. Denn ich sage Ihnen, Mr. President. Old of wilderness, old of wilderness, old Abraham Lincoln came out of the wilderness, old of wilderness, down in Illinois. Pa, Ma lässt mich nicht aufbleiben. Sie will, dass ich ins Bett gehe, aber ich will nicht. Glaubst du nicht, dass es Zeit für kleine Jungen ist, um ins Bett zu gehen, Ted? Aber ich will mit dir aufbleiben. Aber deine Mutter? Wenn du es erlaubst, kann sie mich nicht zwingen. Du bist der Präsident. Ted, du bist wohl der einzige Mensch im Land, der glaubt, ich hätte Autorität. Nun geh, mein Junge. Nein, ich will aber bei dir bleiben. Bitte, darf ich, Daddy? Nein, wir sind hier sehr beschäftigt, Ted. Nun geh. Na gut, Daddy.
Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Gentlemen, glauben Sie etwa, dass mein Herz nicht blutet, wenn es von dem Leid hört, das der Krieg uns beschert hat? Glauben Sie, es gibt einen Menschen, der den Frieden sehnlicher will als ich? Aber wir wollen dauerhaften Frieden. Und den bekommen wir nur durch die Aufrechterhaltung der Union. Und Gentlemen, die Union wird aufrechterhalten. Und aufgrund der Macht und zum Zweck des Vorgenannten ordne ich an und erkläre, dass alle Personen, die als Sklaven in einem Staat oder einem bestimmten Teil des Staates gehalten werden, fortan und für immer freie Personen sind. Nun, Gentlemen, es ist vollbracht. Mehr schlechte Neuigkeiten? Ich befürchte ja, Sir. Dann lassen Sie hören. Der Geheimdienst berichtet von 600.000 Kupferköpfen im Norden, vereidigt und bewaffnet. Um mich zu holen? Ja. Und vor dieser Menge sollte ich wohl ausweichen. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, um sie zu schützen. Wo befinden sich die meisten? In Ohio warten 100.000 Männer darauf, loszuschlagen und sie abzusetzen. In Illinois 135.000. Illinois? Ein altes Revier. Das macht mich sehr traurig. Erzählen Sie Mary nichts davon. Mr. President, wir machen uns Sorgen um Sie. Kümmern Sie sich nicht um mich. Gehen Sie schlafen, Sie müssen müde sein. Mr. Lincoln, komm ins Bett. Ich sorge mich, Mary. Du kannst diesen Krieg nicht durch Sorgen und Umherwandern in Socken gewinnen. Ich kann nicht schlafen. Ich doch auch nicht. Wenigstens konnten wir in Springfield schlafen, nicht wahr? Wenn wir jemals schliefen. Nun bleib doch stehen. Ich habe es, Mary. Ich weiß, welcher Mann diesen Krieg gewinnt. Und sein Name ist Grant. Oh, das tut mir leid, Mr. President. Aber Rauchen ist eins meiner hartnäckigsten Laster. Und Siege davontragen ist ein anderes. Danke. Und Sie glauben an mich, Sir? Ich ließ Sie doch rufen. General? Der Norden ist verzweifelt. Wir brauchen Sie. Und ich gehe davon aus, dass sich niemand einmischen wird? Niemand. Das verspreche ich Ihnen. Grant, Generalleutnant ist der höchste Dienstgrad der Armee, den der Präsident verleihen kann.
Es gab keinen mehr seit General Washington. Er war auch ein besonders guter Soldat. Generalleutnant Grant, ich befehle Ihnen, den Krieg zu gewinnen. Ich werde mein Bestes geben, Mr. President. Das weiß ich. Unglücklicherweise haben viele von uns einen großen konföderierten Soldaten unterschätzt. Lee. Andererseits haben wir es bisher versäumt, Vorteile aus unserem großen Soldaten des Nordens zu ziehen. Ich hoffe, ich merze diesen Fehler nicht zu spät aus. Nun, Mr. President, es ist nur fair, wenn ich Sie warne. Nur wenige Menschen befürworten mich. So wie mich. Seien Sie versichert, es wird sich niemand einmischen. Keine Behinderung. Warum hast du denn die Tür verschlossen? Meine Frau. Schon gut, Mary. Beim Allmächtigen, wo kommt denn der ganze Rauch her? Mary, das ist General Grant. Mrs. Lincoln, es ist mir eine Ehre, die erste Dame des Landes kennenzulernen. Danke. Ich muss mit dir reden, Mr. Lincoln. Aber Mary... Ich will mit dir über den schlechten Service in diesem Haus reden. Nicht hier, in diesem Rauch. Beim Allmächtigen, warum öffnest du nicht das Fenster? Ich ertrage das nicht. Verzeihen Sie, General. Ich werde besser später mit dir reden. Das tut mir sehr leid. Nein, nein, General, nicht nötig. Sie haben mich auf eine Idee gebracht. Ich sollte wohl selbst mit dem Rauchen anfangen. Nochmal zum Thema, General. Wir geben Ihnen alles, was Sie benötigen. Jeder Mann, der Waffen tragen kann, soll mitgehen. Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Diese Pflicht schulden wir sowohl dem Süden als auch dem Norden. Eine große Aufgabe, Mr. President. Eine große Aufgabe. Gut, sein Wille geschehe. Sein Wille geschehe. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Ja, das sind wir üblicherweise, Stanton. Alles hängt jetzt von Sheridan ab. Er ist ein kampferprobter Ire. Warum aber kämpft er dann nicht? Eine Division. Sheridans Armee geschlagen. Versuchen nun, die linke Flanke zu halten. Oh, das Blut, das es braucht, diese Union zusammenzuhalten. Das wird alles zerstören, was Grant erreicht hat. Es ist hoffnungslos. Das glaube ich nicht. Vor jedem Sieg hatte ich eine Vision von einem Schiff mit weißen Segeln. Diese Vision hatte ich eben wieder. Mit allem Respekt, Sir. Ich würde Ihr Schiff lieber gegen gute Nachrichten von Sheridan eintauschen. Dann habe ich gesagt, komm doch einfach mit. Ist General Sheridan da drin? Sicher, das ist General Sheridan. Hört sich das nicht nach Kanonen an? Ich habe nichts gehört, Sir. Hey, komm her. Hast du gute Ohren? Na, ziemlich gute, denke ich mal. Na, dann benutze sie mal. Hörst du etwas wie Kanonenfeuer? Das sind Kanonen, jawohl. Da hinter dem Sumpf. Die haben vielleicht General Wright überrumpelt. Auf die Pferde!
Sheridans gesamte Armee erlitt eine überwältigende Niederlage. Unglaublich. Und kein Wort von Sheridan? Ich fürchte, dass er nicht dort war. Das bedeutet die Zerschlagung all unserer Pläne. Ja. Nun müssen wir Grant aus Richmond abziehen, um Washington zu beschützen. Los, Männer, los! Der rechte Flügel zieht sich komplett zurück. Wir müssen die Truppen neu formieren. Tragen Sie ihn liebrig durch die Flanken. Wir halten die Stellung um jeden Preis. Wir gehen zurück. Hey, Männer! Wir kehren um! Rechtzeitig eingetroffen, um die Truppen zu reformieren, haben den Feind geschlagen und haben einen überwältigenden Sieg errungen. Sheridan! Ich wusste es. Ich wusste es. Dies ist noch besser. Sehen Sie! Hier! Ungeheuer viele Gefangene. Gefangene? Ja. Oh, ich hoffe, von jetzt an gibt es nur noch Gefangene. Das Schiff. Stanton. Ja, Mr. President. Und Sheridan. Thank you.
Kapitulation. Ich würde eher 1000 Tode sterben, als meiner Armee diese Schmach anzutun. Na, na, General, Sie müssen sich hinlegen und ausruhen. Ruhen. Das ist ein wunderbares Wort. Sie haben einen Spion geschnappt und Sie brauchen die Bestätigung zum Befehl seiner Exekution, Sir. Colonel Marshall? Wer war das? Nur ein Kurier, Sir. Was wollte er? Sie haben einen Spion geschnappt. Ich habe die Exekution genehmigt, Sir. Colonel, der einzige Grund, einen Spion hinzurichten, ist der Schutz der Armee, nicht wahr? Ja, Sir. Nun, Sie und ich wissen, dass diese Armee nicht länger existieren wird. Habe ich recht? Ja, Sir. Daher bestehe ich darauf, dass kein einziges Leben mehr auf so sinnlose Weise vergeudet wird. Colonel, ich frage mich, ob Sie diesen Befehl nicht lieber zurücknehmen möchten. Das werde ich, ja, Sir. Müde, Brent? Ein wenig. Ja. Mr. President, wir haben Sie. Sie halten nur noch wenige Tage durch. General Sherman und ich sind froh, mit Ihnen über diese Angelegenheit reden zu können. Die Union. Wir konnten sie doch noch retten. Sie müssen sich bald ergeben. Die Union. Wir bekommen alles zurück. Vereinigt, frei. Ein Land. Und währenddessen, Mr. President? Ich hörte, das Land möchte allen Besitz aller Rebellen konfiszieren. Und die Generäle der Rebellen? Wie Lee, sollen wegen Landesverrat erschossen werden. Er hat eine große Schlacht geführt. Und die Wiegen und die Gräber geplündert. General Lee kämpft bis zum letzten Atemzug. Robert E. Lee erschießen? Dann müssen Sie zuerst Abraham Lincoln erschießen. Sie sind Rebellen, keine Verräter. Und Ihre Pferde und das Gepäck, Sir? Die brauchen Sie für das Pflügen im Frühling. Sie sollen sie behalten und zur Arbeit zurückkehren. Wie Sie wünschen, Sir. Oh, noch eine letzte Sache, Mr. President. Der Kopf der Rebellenregierung, Jefferson Davis. Jefferson Davis? Ja, wünschen Sie seine Gefangennahme? Nun, das erinnert mich an eine Geschichte. Wir hatten mal einen schrecklichen Saufbold. Damals in Springfield. Am Ende versprach er Besserung,
Am nächsten Tag wurde er durstig, ging in eine Bar und bestellte Limonade. Und während der Wirt sie holte, wurde der Saufbold immer trauriger. Am Ende lehnte er sich rüber und sagte zum Wirt: Mike, hör mal zu, füge der Limonade einen Schuss Whisky zu, es wird schon keiner erfahren. Nun, Sir? Könnten Sie Jeff Davis entkommen lassen? Es wird schon keiner erfahren. Wir werden unseren Teil dazu beitragen. Wir werden Sie wieder aufnehmen, als wären Sie nie fort gewesen. Lincoln. Er befreite die Neger. Er unterdrückte das Recht auf gerichtliche Verfahren. Er verwirrte die Presse. Nun wird er sich mit Hilfe seiner Bajonette Armee und Neger zum König von Amerika krönen. Lincoln. Ich stoß auf ihn an. Und auf seine verdammte Nation. Richtig. Du hast recht. Ich für meinen Teil. Sprich weiter. Du bist hier unter Freunden. Derjenige, der Abraham Lincoln tötet, wird unsterblich sein. Jetzt hört mir zu. Ich habe einen Plan. Ich werde ihn töten. Stört es Sie, wenn ich rauche, Mrs. Lincoln? Nein, nicht sehr. Sie ahnen nicht, wie froh wir über Ihre Wiederwahl sind, Mr. President. Ich vermute, dass die junge Lady gern 4 weitere Jahre im Weißen Haus bleiben wird. Gerne. Ich habe schon wieder 2 neue Mägde. Abraham Lincoln, kannst du denn deine Füße nie in den Schuhen behalten? Übrigens, Mr. Lincoln, haben Sie General Grant mal kennengelernt? Das habe ich. Es dauerte ewig, bis der Rauch aus den Gardinen war. Nun ja, Leute ohne Laster haben auch sehr wenige Tugenden. Einige Prohibitionisten kamen letztens auf mich zu und beschwerten sich über Grants Trinkgewohnheiten. Ich sagte ihnen, wenn sie herausfinden, welchen Branntwein er trinkt, schicke ich ihn fassweise an meine anderen Generäle. 2 neue Mägde. Und wir werden noch mal 4 Jahre bleiben. 4 Jahre. 4 weitere Jahre. Na, Mr. Lincoln, denk nicht schon wieder über diese Träume nach. Du wirst 100 Jahre alt werden. Und sobald die Dinge hier in Ordnung sind, werden wir zusammen die Welt bereisen und ein schönes, langes Leben haben. Oh, Vater, das wird ein Spaß werden. Du wirst doch nicht ohne mich fahren. Nein, natürlich nicht, Ted. Sie können sich auf Mutters Rat verlassen. Es geht alles in Ordnung. Ich sagte, ich werde bis zum bitteren Ende gehen und das werde ich. Der heutige Abend wird in die Geschichte eingehen. Ich spiele die Rolle meines Lebens. Wie viel besser sich ein Dolch machen würde. Cassius benutzt einen Dolch. Aber dies ist sicherer.
Noch einmal sage ich, mit Niedertracht gegen niemanden, mit Mildtätigkeit für alle, mit Festigkeit im Gesetz, da Gott uns das Gesetz zu sehen gibt. Wir sollten nun die Wunden unserer Nation verbinden und den Frieden hegen. Auf dass die Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk, nicht vom Angesicht der Erde getilgt wird. Danke. Gott segne Sie alle. Bravo! Bravo! Mr. Lincoln, ich bin so stolz auf dich. Hallo Sie. Halten Sie bitte das Pferd für mich. Ja, Sir. Bleiben Sie lang weg, Sir? Nein, nicht sehr lange. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir etwas zu trinken zu bringen? Ich bin durstig. Das kann ich leider nicht, Milady. Denn Mr. Lincoln hat gerade alles ausgetrunken. So ist er, der Lincoln. Mit der Lady würde ich gerne mal shakern, hätte sie nicht immer diesen Diener mit seinen beschlagenen Stiefeln dabei. Nicht jedermanns Sache ist es, sich die Krawatte ordentlich binden zu können. Ja, mancher erlernt diese Kunst, denn eine solche ist es beinahe niemals. Ich möchte deshalb empfehlen, die Diener fertiggemachte Krawattenschleifen tragen zu lassen, die man für ein billiges in allen besseren diesbezüglichen Geschäften erhält und die viel länger frisch bleiben, als man gemeinhin annimmt. Außerdem vermöge ihrer Billigkeit keine großen Ausgaben verursachen. Ein schwer zu beschreibendes Thema bildet die Livree. Ist überhaupt nur eine Sorte Livree vorhanden, so vermeide man, dem Anzug einen anderen Schnitt als den des Fracks zu geben, wobei es als gleich elegant betrachtet werden kann, ob derselbe offen oder zugeknöpft ist. Ja, der Frack der Lakaien ist rückwärts mit zwei Teilenknöpfen und 6 auf 2 Patten sitzenden Knöpfen versehen. Der Kammerdienerfrack dagegen hat rückwärts nur die beiden Teilenknöpfe. Die Farbe des Frackes hängt von derjenigen der betreffenden Wappenfarben ab. Jedoch würde ich für den einfachen Frack... Zick! Temper! Tyrannis! Mr. Lincoln! Mr. Lincoln wurde erschossen! Mr. Lincoln! Oh nein! Nein!